So, meine Lieben, da sind wir gleich nochmal. Jetzt geht es um den Song Undercover Martin von Two Door Cinema Club. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe einen Request dazu bekommen, schon lange her. Und derjenige kann den Song jetzt mittlerweile schon ohne Tutorial spielen. Au, Backe. Es hat mich nämlich ein Akkord abgeschreckt, den ich absolut nicht greifen konnte. Und deswegen habe ich den Song dann auch nicht gelernt. Und zwar war es der G, F. Und der wird hier in meinem Diagramm so ganz komisch angezeigt. Irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. So steht sie auf jeden Fall. Und das kann ich nicht. Warte mal. Hört sich auch nicht gut an. Ja, keine Ahnung. Ich mache ihn nämlich jetzt. So. Gucken wir mal. Ich nenne ihn dann einfach G-F, aber es wird nicht G-F sein, sondern irgendwas anderes wahrscheinlich. Egal. Ihr habt das Capo. Entweder auf dem dritten oder auf dem zweiten oder auf dem vierten. Ihr müsst mal gucken, so nach Stimmlage. Ich habe es jetzt erstmal auf dem dritten gelassen. Ich gucke gleich mal, wie das so klappt. Dann sind es die Akkorde C9, das G und das G-F. Was wahrscheinlich gar kein GF ist, was ich gerade greife. Derjenige, der mir sagen kann, wie dieser Akkord heißt, kann es mir ja in die Kommentarbox schreiben. So, ich erkläre die Akkorde mal eben schnell. Und zwar für das C at 9, C at 9, Zeigefinger im zweiten Bund auf die, warte mal eben, auf die vierte Seite, Mittelfinger im dritten Bund auf die fünfte Seite. Und dann macht das bitte mal eben falsch. Also normalerweise habt ihr jetzt den Ringfinger im dritten Bund auf der zweiten Seite. Das ist schon euer C9. Aber macht ruhig den kleinen Finger auf die erste Seite im dritten Bund. Dann könnt ihr nämlich die ganze Zeit Mittelfinger, Quatsch, Ringfinger und Kleinfinger die ganze Zeit über auf den ersten beiden Seiten im dritten Bund lassen. Okay? Macht das so einfach. Und dann könnt ihr von diesem Akkord gleich zum G rüber, indem ihr einfach den Zeigefinger eine Seite hoch macht. Auf die fünfte Seite im zweiten Bund und den Mittelfinger im dritten Bund auf die sechste Seite. Dann habt ihr gleich das G. Normalerweise auch falsch, denn hier habt ihr ja eigentlich nur die untere Seite, aber lasst das ruhig so, okay? Das G und dann zu dem Akkord, keine Ahnung wie der heißt. Ich habe das jetzt so gemacht. Unteren Finger bleiben ja, habe ich gesagt. Und dann nehmt ihr jetzt den Zeigefinger und tut ihn im zweiten Bund auf die sechste Seite oder den Mittelfinger, was ihr besser könnt. Zeigefinger geht bei mir besser. Und dann halt diesen Akkord. Ich nenne ihn jetzt mal G-F. Es wird wahrscheinlich ein anderer Akkord sein. Seid doch so lieb und sagt mir, wie er heißt, wenn es den überhaupt gibt. Also, und den. Und diese drei Akkorde, C9, G und dieses komische Ding, werden den Song einfach immer wieder durchgespielt. So, wenn ihr das Lied gerade im Ohr habt, dann fängt das ungefähr so an. And she spoke words that would melt in your hands. She spoke words of wisdom. Ne? Die ersten beiden Sätze einfach nur pro Akkord einmal downstrummen. And she spoke words that would melt in your hand. She spoke words of wisdom. Und dann geht es schon zum etwas schwierigeren Teil, denn da konnte ich kein anständiges Strumming finden. Ich habe 1000 Millionen ausprobiert, alles klang einigermaßen in Ordnung und ich mache es auch jedes Mal anders. Da müsst ihr ein bisschen kreativ sein oder ich versuche es gleich mal in Worte zu fassen. Ich muss mich mal kurz eben reinfuddeln, okay? Das ist jetzt einfach nur down, down, up, up, down, up. Also wenn ich es ganz einfach machen wollte, dann macht ihr einfach down, down, up, up, down, up. Aber ich hatte vorhin schon ein anderes Strumming, das klang besser.
Ach, es geht auch. Es geht auch so. Mit Down, Down, Up, Up, Down, Up. Aber ich hatte vorhin ein schöneres. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das war Down, Down, Up. Down, Down, Up. Aber ich habe den Takt jetzt gerade nicht im Kopf. Ich krieg's nicht mehr rein. Es tut mir leid. Seid einfach kreativ. Hört euch das Lied an. Die haben auch so eine Akustikversion hier auf YouTube gemacht. Da könnt ihr vielleicht das mit der Gitarre auch besser nachvollziehen. Und dann einfach to the basement people, to the basement, give me surprises away. The basement people, the basement. Also ihr spielt das Seat 9. Das Seat 9 spielt ihr zweimal nacheinander, zwei Längen, und das G und das G-F eine Länge, wenn ich mich nicht irre. Song mit singen und dann habt ihr es auch gleich raus. Manchmal ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Aber das Strumming kriege ich jetzt nicht hin, das ärgert mich. Wartet mal, ich höre mal kurz ins Original. Also, wenn ihr euch damit zufrieden gebt, dann macht das einfach so. Down, down, up, up, down, up. Das ärgert mich jetzt. Keine Ahnung, es fällt mir nicht ein. Es tut mir leid. Es tut mir inständig leid. Seid kreativer und lasst euch ein besseres Strumming einfallen, weil einfach nur down, down, up, up, down ist doof. Die haben so einen geilen Rhythmus da drin, aber ich krieg das jetzt gerade nicht gebacken. Ich könnte hier wahrscheinlich in einer Stunde noch sitzen und will es immer noch nicht gebacken kriegen. Naja. Also eigentlich ein super leichter Song, wenn ihr das Drumming besser hinbekommt. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. Alles nicht so das Wahre.